Leute, dieses Video wird von zweien gleich präsentiert. Zum einen vom EA Creator Network, die mir freundlicherweise in jeder Season 6000 Coins zur Verfügung stellen für ein Event meiner Wahl. Dieses wird's. Aber Raging Stammzuschauer und mittlerweile auch seit einiger Zeit Stammmate. Gerade wenn wir Ranked spielen, hat einfach mal fette 120 Euro für dieses Event springen lassen. Und dem möchte ich natürlich auch nochmal ein fettes Dankeschön da lassen. Viel Spaß jetzt bei dem Event-Unboxing. Und ich möchte euch, das ist nämlich die Besonderheit, bevor ich jetzt gleich rüber zappe, zum Collection-Event-Unboxing. Die Besonderheit beim Valkyrie Prestige Skin ist der Dive Trial. Erstmalig gibt es einen Dive Trial zu einem Prestige Skin, den können wir für jede andere Legende nutzen. Ich zeige am Ende des Videos, wie ihr das einstellt, dass ihr überhaupt den Dive Trial erstmal drin habt und wie ihr den wechseln könnt, falls ihr wieder einen anderen haben wollt. Aber standardmäßig, wenn ihr das aktiviert, ist der automatisch bei jeder Legende drin, so wie wenn ihr Ranked einfach den Master Trial oder Diamond Trial und so weiter drin habt. Viel Spaß jetzt beim Unboxing. So, dann legen wir mal los. Um natürlich so günstig wie möglich an den ganzen Spaß zu kommen, sollten wir natürlich bei jedem Collection-Event gibt es ja mittlerweile so ein Event-Offer-Reiter. Dort können wir zwei verschiedene Packs kaufen. Das sollte klar sein. Da haben wir dann schon mal insgesamt 12 Skins für 7500 Coins bekommen. 10 Packs, 2 legendäre Skins. Die nehmen wir als erstes. Dann zeige ich euch die natürlich noch kurz. Also ich muss sagen, an diesem Event sind wieder ein paar richtig geile Skins dabei. Muss ich einfach mal sagen, gerade der Gibby-Skin, der ist unwahrscheinlich massiv. Und vergesst nicht, natürlich immer eure Coin, eure Crafting-Metalle zu nutzen. Da ich noch nicht mal 1000 habe, kann ich mir jetzt gerade so aus dem Event, Moment, nur noch ein lila Teil rausholen. Also wenn ihr genug Crafting-Metalle habt, zieht euch erstmal so viel wie möglich lila Stuff, dass ihr dann nachher, wenn ihr die Packs kaufen müsst und was zieht, die Wahrscheinlichkeit höher ist, da goldenen Scheiß rauszuziehen. Dadurch kommt ihr natürlich deutlich günstiger. So, dann haben wir das. Nimm, 10 Packs, 12. Was ist denn die 2? Wir fangen jetzt einfach erstmal an. Wir ziehen erstmal die ersten Packs. Dann haben sie Crafting-Metalle dabei. Moment, ich glaube, das sind noch zwei, oder? Nee, das sind Event-Packs. Okay. Ja gut, das Standardzeug, das finde ich immer nicht so prall. Der Emo, das ist ja geil. Ich glaube, das ist ein Standard-Emote, oder? Ich glaube nicht, dass das einer aus dem Event ist. Nichts Goldenes, das hatte ich auch noch in keinem Event, wenn ich mal gepaid habe. Crazy. Der Havoc-Skin ist auf jeden Fall sehr nice. Sieht echt stark aus. Mein absolutes Highlight in diesem Event, was die Waffenskins betrifft, definitiv der Vault Skin. Der ist unfassbar krank und auch der Caustic Skin ist extrem heftig. Flatline auch nicht schlecht, aber ganz ehrlich, wer den Battle Pass Skin von der Flatline hat, muss man denke ich nicht weiter drüber reden, quasi Heatsink. Beschränkt mich mal auf den legendären Stuff. Sentinel sieht geil aus, aber sieht nicht legendär aus. Den hätte ich eher zu episch gepackt. Zwei goldene. Nice.
ich finde ja den P2020-Skin ultra krank. Der passt zum, ich glaube, es war ein Lifeline-Skin, der nachher auch noch dieses Maul hat am Griff. Das sieht echt stark aus. Und hier haben wir noch einen Standard-legendären Skin für die Sentinel. Der ist eher nach meinem Geschmack. Also aus dem Standard-Pool, natürlich. Da ist er. Oh, der ist zu geil. Der Vault-Skin. Schreibt in die Kommentare, was ist euer absoluter Collection-Event-Favorite. Definitiv. Klar, der Battle Pass-Skin ist unübertroffen, würde ich behaupten. So, jetzt purchase mal quasi noch den Rest. 10 Packs für 70. Haut das hin? Wo sind wir? Ja, das haut hin. Haben wir noch 2000? Eins fehlt noch. Wir machen das mal weiter auf. Ahnst es ja nicht. Der Fuse-Skin, den finde ich auch sau stark. Den machen wir mal rein. Der ist auch aus dem Standard-Loot-Pool mit einem Event mal dazugekommen irgendwann. Oh, und da zwei legendäre Sachen. E-Mod. Knallen wir hier rein. Und das ist der passende Lifeline-Skin zur P2020. Ja, definitiv. Sieht nicht schlecht aus, aber der geilste Skin ist immer noch Judge Jury. Hast du nicht gesehen? Unübertroffen geilster Skin für Lifeline. Elster Skin kann man sich auch geben. Dieses Mittelteil hier, das sieht ultra stark aus. Hat was von vom Revenant Kopf. Gar nicht ausgerüstet, sehe ich gerade. Noch ein E-Mod? Ach, der mit der Trompete, wie geil. Der ist zu göttlich. Und Ash-Skin auch ultra nice. Passend zur Vault. Richtig, richtig edel. Und auf jeden Fall ein paar schicke Sachen dabei. Schon wieder was. Oh, ich kann mir noch was Episches leisten. Dann brauche ich mir nicht noch ein Pack kaufen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, das haut, glaube ich, hin, oder? Ja, perfekt. Dann spare ich nämlich noch mal ein paar Coins. 700, um genau zu sein. Oh, der ist so allererste Sahne. Passend zur Elster. Es hat so Terminator-mäßig was. Alter, der ist einfach unfassbar krank. Kurzstick, ich sag's nach wie vor, hat einfach die besten Skins im gesamten Spiel. Hier haben wir nochmal einen legendären Seer-Skin. Der sieht doch schick aus. Den machen wir mal rein. Und natürlich absolutes Ding. Absolut geiles Ding hier. Der ist für Ballistik. Ballistik einer meiner Mains mittlerweile ist. Richtig, richtig edel. So, zack. Und da kommt der Prestige-Skin. Der ist schon echt, echt lecker. So, jetzt zeige ich euch noch ganz flott
wo wir den Dive Trial ändern. Wir gehen hier auf Loadout, dann gehen wir nochmal mit der Schultertaste auf More hier. Und hier können wir den Skydive, den Dive Trial ändern. Und hier können wir wirklich den für jede Legende nutzen. Jetzt gehen wir noch schnell ins Trainingsgelände. Geil.